Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mir mal eine Rubrik für euch ausgedacht und ich hoffe, das Video gefällt euch. Anlass war, dass ich eine Kooperation mit Reisentel gemacht habe. Ich habe zwei Koffer bekommen, einen kleineren und einen größeren. Und ich dachte mir, das ist ja eigentlich ganz witzig, wenn ich den Koffer packe für meine nächste Reise. Und da ich sehr oft reise, packe ich sehr oft meine Koffer und dabei so ein bisschen plaudere über das Leben und auch Fragen beantworte, die ihr mir immer stellt und die euch anscheinend auch interessieren. Und so ist die Rubrik Plaudern und Packen entstanden. Oder Packen und Plaudern, weiß noch nicht genau, wie ich es nenne. Ja, und das heutige Thema wird sein, was sagt eigentlich mein Freund dazu, dass ich Reisebloggerin bin, so oft reise, so viel unterwegs ist, was macht es mit unserer Beziehung etc. pp. Und ja, dann fangen wir jetzt mal an zu packen. So, ich habe mir jetzt soweit schon alles zurechtgelegt. Es geht 3 Tage nach München, ich gehe auf eine Konferenz, deswegen ist mein Koffer etwas seriöser. Und vielleicht ganz kurz einen Tipp zum Packen. Erstens, check das Wetter. Ich habe gesehen, es werden so um die 10 Grad und Sonnenschein. Deswegen habe ich mir zum Beispiel als Jacke so eine schöne Wolljacke mitgenommen, weil ich dann weiß, okay, es wird nicht regnen und die wird nicht nass. Und ich packe halt wirklich nach Outfits. Also ich weiß, am einen Tag ziehe ich das an, am anderen Tag ziehe ich das an und dann bin ich 2 Tage da, fahre einen Tag, da ziehe ich noch was an, was Gemütliches auf die Fahrt mit dem Auto. Außerdem noch ganz cool, ich packe so Unterwäsche und so Kleinkram immer in so Sackerl, weil dann fliegt es halt nicht alles lose in dem Koffer rum und man weiß genau, da ist meine Unterwäsche. Ja, also ich bin ja schon echt ewig mit meinem Freund zusammen, so 11 bis 12 Jahre. Irgendwie haben wir manchmal den Überblick verloren, wie wir zählen sollen, weil wir mal ein Jahr getrennt waren. Und ja, er ist eigentlich so ein bisschen mit in den Blog hineingewachsen. Also ich habe ja erst vor 5 Jahren angefangen, so ganz viel zu reisen. Das war für mein 40 Festivals, ein 40-Wochen-Projekt. Und damals hat er noch in München gewohnt und ich in Berlin. Und ich war halt schon viel unterwegs, aber wenn ich halt da war, bin ich meistens zu ihm nach München gefahren. Und wir haben so, ich sag mal, im Monat so 5 Tage miteinander verbracht. Also es war schon so ein bisschen eigentlich wie eine Fernbeziehung. Aber das war ganz cool, dass wenn ich halt da war, voll spontan war und dann halt auch immer zu ihm fahren konnte und mit ihm Zeit verbringen konnte. Bei dem Festival ist er eigentlich nie mitgekommen. Ich habe die eigentlich alle allein gemacht. Doch er war einmal auf dem Festival in Deutschland mit dabei. Rock am Ring war das, glaube ich. Er ist halt nicht so der Festivaltyp gewesen und so prinzipiell kann ich auch sagen, er ist nicht so der Reisetyp. Also ich weiß noch, nach dem Abi, wir sind zur Abi-Zeit zusammengekommen, waren wir danach eine Woche in Frankreich, das war voll schön. Und dann in der Zeit, als er in München gewohnt hat, haben wir halt immer eher so Wochenendtrips gemacht, so ein paar Tage. Aber was wirklich total irre ist, wir sind ja schon so lange zusammen, aber das erste Mal so richtig im Urlaub, einen Langstreckenflug für 2 Wochen, war erst vor 2 Jahren. Da sind wir für 2 Wochen auf die Malediven geflogen. Es war irre, irre, irre schön, aber echt absurd, dass es so lange gedauert hat, bis wir das gemacht haben. Ja, das Problem kommt dazu, dass er so ein bisschen Flugangst hat und natürlich jetzt da eigentlich die ganzen Jahre einen normalen Job hatte, wo er nicht so viel Urlaub hatte. Und ja, das ist natürlich blöd, wenn der eine immer etwas unflexibel ist. Aber mein Freund hat sich ja jetzt Anfang des Jahres auch selbstständig gemacht und das mega coole ist, wir planen ja jetzt im Sommer nach Portugal zu fahren und dadurch, dass er halt jetzt auch selbstständig ist, kann er da halt mitgehen, das ist mega schön und wir fahren jetzt auch im April zusammen nach Südtirol, da kann er auch mitgehen und irgendwie fangen wir jetzt erst an, so ein bisschen gemeinsam zu verreisen und ich bin gespannt, das ist auch wieder so ein neues Reisen mit Freund, aber ich mache es total gerne. Ich darf mich halt von ihm nicht stressen lassen, dass er manchmal so ein bisschen genervt ist, dass ich immer so lange brauche, um meine Fotos zu machen und alles, aber er gewöhnt sich daran und ja, es ist echt schön, dass er jetzt auch so ein bisschen mit kann, aber es ist einfach so, ich glaube, wenn man jemanden, also wenn ich jetzt da keinen Freund hätte und würde jemanden kennenlernen, dann wäre das echt, glaube ich, schwierig, jemanden zu finden, der diesen Lifestyle mitmacht, vor allem wenn man halt so viel unterwegs ist, ist es halt am Anfang, wenn man jemanden kennenlernt, total schwierig, sich überhaupt kennenzulernen. Und dadurch, dass wir schon uns ewig kennen, ist das ja ganz cool. Scheiße, jetzt habe ich die falsche Seite gepackt. Ich will die Klamotten noch nach links tun. Naja, habe ja noch Zeit. Ist das halt echt cool, weil wir kannten uns und wir sind da so ein bisschen reingewachsen. Und er vertraut mir total und ich bin halt froh, dass ich jemanden habe, der weiß, dass das Reisen meine Leidenschaft ist und meine Liebe und mittlerweile auch mein Beruf. Und ich vergleiche uns immer so ganz gern mit so
Käfig, also unser Zuhause, unser kleiner Vogelkäfig, da sitzen wir drin, aber er lässt ihm immer die Tür auf und ich kann jederzeit rausfliegen und die Welt anschauen und er empfängt mich dann aber auch immer mit offenem Herzen, wenn ich zurückkomme. Und es ist auch cool, dass er eigentlich so ein bisschen Flugangst hat und nicht so gerne reist, deswegen herrscht da überhaupt kein Neid. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass es Leute gibt oder Partner, die dann total neidisch sind, wenn der eine die ganze Zeit unterwegs ist und der andere in Deutschland hocken muss. Aber das ist halt auch gar nicht der Fall. Er gönnt mir das und er versteht es total, dass das halt einfach mich absolut glücklich macht und darüber bin ich natürlich auch total glücklich. Ja, er wird jetzt auch mit nach München gehen und da habe ich ihm sogar noch einen Viertelkoffer übrig gelassen. Das wird ihm bestimmt reichen für seine Sachen, weil also der Koffer hat eigentlich echt eine coole Größe, dass man so 3 Tage zusammen verreisen kann. Ich habe hier ein paar extra Schuhe noch, mein Kosmetikbeutel ist auch schon drin und was ich an Koffern ganz cool finde, wenn sie ein extra Fach haben, das man so zumachen kann, weil dann haue ich immer links alle meine Klamotten rein und rechts dann eher so Sachen wie Stativ, Fotozeug, Waschtasse, Schuhe. Ich werde jetzt mal kein Stativ mitnehmen nach München. Das ist echt irre. Deswegen habe ich auch noch so ein bisschen Platz im Koffer. Mal gucken, ob das uns reicht, vielleicht einen großen Koffer gemeinsam mitzunehmen. Und schon bin ich fertig. Also am meisten Zeit verbringe ich eigentlich echt immer damit, die Klamotten rauszusuchen. Aber da versuche ich halt echt ein bisschen vom Wetter abhängig nach Outfits zu denken. Das ist dann viel einfacher, weil man dann auch vor Ort schon weiß, was man anzieht. Und was ich an dem Koffer richtig cool finde, was ich die ganze Zeit nicht hatte, ist ein Schloss, weil ich immer mehr höre, dass Leute, die fliegen, ihren Koffer abgegeben haben und dann mit ein paar Sachen weniger wieder zurückbekommen haben. Deswegen ist so ein Schloss echt mega praktisch und ich finde es auch cool, dass er so einen Print hat, weil da findet man ihn viel einfacher. Ein schwarzer Koffer ist einfach tödlich auf einem Fließband, weil es gibt 100 schwarze Koffer. Ja, und jetzt geht's nach München und wenn ihr wollt, dass ich öfter solche kleinen Plauder- und Pack-Videos mache, dann gebt mir noch einen Daumen hoch und schreibt es in den Kommentaren, auch wenn ihr noch weitere Tipps zum Packen haben wollt. Einfach schreiben, ich freue mich über euer Feedback und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss!